Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Das lief doch richtig gut. Du kannst wirklich umgehen mit den Leuten. Du musst die Eltern behandeln wie Kinder und die Kinder wie die Erwachsenen. Das ist das ganze Geheimnis. Martin, glaubst du, wir haben noch ein bisschen? Ein bisschen was? Zeit für uns. Meinst du nicht, dass Fred zu Hause auf dich wartet? Kaum. Montags ist er immer lang im Büro. Herr Schott, der Elternabend ist vorbei. Sie haben was gegen meinen Sohn. Bitte? Sie haben was gegen ihn. Ich habe Paul die Note gegeben, die er verdient. Und ich habe das auch klar genug begründet. Sie haben seine Versetzung gefährdet. Ich habe seine Leistung bewertet. Gute Nacht. Können Sie 1 und 2 zusammenzählen? Das ist mein Beruf. Eins, ich habe hier ein paar Scheine, auf die ich verzichten kann. Und 2, Paul braucht eine bessere Note. Jetzt rechnen Sie mal zusammen. Gute Nacht. Du bist ganz angespannt. Komm. Noch jemand im Haus? Warte hier. Lass mich nicht alleine. Schüler haben mir was angestellt. Komm, lass sein. Soll sich der Hausmeister morgen um kümmern? Paul Schott. Das gibt's doch nicht. Ich rufe die Polizei. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Das ist Ihr Pech. Was? Nein, nein, ich meine, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir abends einfach mal nur so spielen, ohne dass wir gerade an einem Fall arbeiten. Sie spielen ja nicht, Dahlberg, Sie reden. Ja. Entschuldigung. Das ist Ihres. Gehen Sie nicht hin? Nö. Warum nicht? Feierabend. Feierabend, sowas gibt's doch bei uns nicht. Ja,
Aber Franziska, Hane? Ja? Ja? Wir fahren sofort los. Wohin? Zum Jonas-Gymnasium, vermutlich morgen. Jonas-Gymnasium? Das ist doch bei mir in der Nähe, da kenne ich den kürzesten Weg. Moment. Wir fahren. Das wäre mein bester Stoß geworden! Gute Zeit, Siska. Ja, aber für den Heimweg gebe ich mir lieber ein Taxi. Abend, Siska. Die Kollegen sind unten, der Arzt auch. Und das sind die Leute, die uns verständigt haben. Guten Abend. Hauptkommissar Siska. Martin Krüger, ich bin der Konrektor hier. Das ist meine Kollegin Clara Wichert. Ja, wir hatten gerade Elternabend und wollten nach Hause gehen, als wir einen Schüler von uns unten fanden. Ja, gehen wir da gleich hin? Ja, kommen Sie. Gleich meine erste Frage. Ach, meine Frau, darf ich? Ja. Tina, du, ich kann jetzt wirklich nicht. Es gab ja einen Vorfall. Wir reden später, ja? Ja, dann liest du ihnen die Gute-Nacht-Geschichte. Ja, bis dann. Kinder, die ins Bett müssen. Drei. Wir halten uns ganz schön auf Trab. Da vorne müssen wir die Treppe runter. Und Sie waren die ganze Zeit immer mit Ihrem Kollegen zusammen? Ja, ja, die ganze Zeit. Sie können alle seine Aussagen bestätigen? Natürlich. Wir kamen rein und fanden das da. Paul Schott, 12. Klasse. Erschlagen. Mit diesem Stück Holz offensichtlich. Robinie. Bitte? Das ist Robinienholz. So ziemlich das härteste Holz, das es gibt. So ein Musterstück. Ein richtig kleines Naturkundemuseum hier. Alles Lehrmittel von vorgestern. Die Sammlung gehört eigentlich längst aufgelöst, aber wer entsorgt schon gerne Klapperschlangen und Spiritus? Der Raum wird so gut wie nicht mehr genutzt. Warum sind Sie dann überhaupt hier reingegangen? Wegen des Lärms. Lärm? Ja, wir waren oben und hörten einen Krach. Das muss der Behälter gewesen sein. Ja, vermutlich gab es einen Kampf. Wo befanden Sie beide sich zu diesem Zeitpunkt? Am Haupteingang. Wir wollten gerade abschließen und gehen. Warum schließen Sie denn ab? Gibt es keinen Hausmeister? Doch, doch. Aber ich hielt es für unnötig, dass er eigens deswegen herkommen muss. Sie hörten den Lärm und kamen sofort hier nach unten? Ja. Dann muss der Täter ja noch im Gebäude gewesen sein. Vielleicht hat er sich irgendwo versteckt und gewartet, bis wir vorbeikamen. Und dann lief er raus. Wo kann man sich doch denn verstecken? Das kann ich Ihnen zeigen. Sie gingen hier nach unten und dann? Dann gingen wir hier rein. Genau in diesen Raum. Warum? Ja, weil die Tür offen stand und das Licht brannte. Die Tür stand offen? Ist der Raum denn frei zugänglich? Nein, natürlich nicht. Wer hat die Schlüssel? Sehen Sie, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Es gibt nur einen Schlüssel und den habe ich als Naturkundelehrer. Tragen Sie ihn bei sich, kann ich sehen? Was ist? Ist er nicht da? Er ist blau markiert, aber er ist nicht dabei. Wer kann ihn an sich genommen haben? Seit wann vermissen Sie ihn? Keine Ahnung. Das ist ein überflüssiger Raum, ein vergessenes Zimmer. Ich habe den Schlüssel seit Wochen nicht mehr benutzt. Siska, kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Yeah. Denken Sie nach. Ich habe das alles mitgehört. Und? Ihnen brennt was auf der Seele? Ich glaube kaum, dass vorhin hier ein Kampf stattfand. Warum nicht? Weil der Junge schon länger tot ist, nicht wahr? Ja.
Hier. Hier kann man sich verstecken. Oh, bitte nicht. Es wäre schade um jede Spur. Oh, Verzeihung, Entschuldigung. Ja, können Sie nicht weitergehen? Ich suche meine Frau. Wie heißt sie denn? Clara Wiechert. Sie unterrichtet Französisch und Geschichte. Fred? Wir sind hier unten. Mein Mann, darf er? Lassen Sie den Herrn bitte durch, Kollege. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte sehen, warum du nicht nach Hause kommst. Ich habe gehört, hier ist ein Mord passiert. Ja, das haben Sie richtig gehört. Während des Elternabends. Die werden immer dreister. Mach keine Witze. Einer meiner Schüler ist erschlagen worden. Entschuldigung. Du siehst müde aus. Das bin ich. Wie lange muss ich denn noch hier bleiben? Wenn Sie wollen, können Sie nach Hause. Wir finden Sie, wenn wir Sie brauchen. Gut, dann, gehen wir. Kannst du mir zu Hause alles erzählen? Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Oder was denn? Ich habe Frau Wiechert gehen lassen. In Ordnung. Herr Krüger kann dann auch gehen. Hane, Sie bleiben bitte hier und erledigen den Rest. Dahlberg und ich verständigen die Eltern von dem Jungen. Ich beneide euch nicht. Herr Krüger, letzte Frage. Sie haben gesagt, Sie standen oben am Eingang, als Sie hier unten den Lärm gehört haben, ja? Ja. Wo standen Sie genau? Direkt am Ausgang. Direkt am Ausgang. Und Ihre Kollegin, wo stand die? Die stand so 10, 15 Meter weiter hinten. Danke. Ganz schön protzig. Das war ja zu erwarten. Die Privatschule, in der wir den Jungen gefunden haben. Dahlberg, was die monatlich kostet, das verdienen wir nicht. Ich kenne dich doch, du bist eine alte Schlampe. Herr Schott, Polizei. Ach, hör auf, ich kann mir denken, was da läuft. Du hast am Strand irgendeinen Bock kennengelernt und jetzt kannst du wieder nicht genug kriegen. Was ist? Natürlich, macht doch gar nichts, bleibt doch noch eine Woche, ne? Die brauchst du ja nicht gebraucht. Meine Frau, macht Urlaub in Rio. Der dritte Urlaub in diesem Jahr. Wenn sie wegen Steuersachen kommen, ich sage kein Wort. Das macht mein Berater. Nein, wir sind von der Kriminalpolizei. Viktor Siska, das ist mein Kollege Herr Dahlberg. Wir kommen wegen Ihrem Sohn. Paul, kommt nicht in Frage, der wird nicht geweckt. Der braucht seinen Schlaf. Ich glaube nicht, dass er da ist. Ach, als ich nach Hause kam, da war es dunkel, ich dachte, er schläft. Was hat er denn angestellt? Braucht er wieder einen Anwalt? Was heißt wieder? Nein, später, Dahlberg. Ihr Sohn wurde tot aufgefunden. Es tut uns leid. Wo? Im Jonas-Gymnasium. In der Schule? Da komme ich ja gerade her. Er lag in einem unbenutzten Raum. Vermutlich seit dem frühen Abend. Aber das kann ja gar nicht sein. Ihm hat nie was gefehlt. Der ist völlig gesund. Es handelt sich um Mord. Wer war's? Wir wissen nicht, wer es war, Herr Schott. Ich nur einen. Schlafen schon alle? Soll ich dir noch was zum Essen machen? Ja, danke. Ich habe Elke drei Geschichten erzählt. Aber eigentlich braucht sie deine Stimme.
Und Roland hat alle 5 Minuten nach dir gefragt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich ihm sagen soll. Und Frank? Der ist schon um 7:30 ins Bett. Freiwillig. Er war müde vom Sport. Was war denn so wichtig? Es gab einen Toten. Einen Toten? Ja. Einer von meinen Schülern. Einer, den ich kenne? Paul Schott. Schott? Ist der Sohn von diesem Transportunternehmer. Ach, der Halbstarke, mit dem du immer so Ärger hast. Er wurde erschlagen. Na, vielleicht ist das ja auch besser so. Was? Ich meine, wenn du doch immer so viel Ärger mit ihm hast. Tina, es gab einen Mord an meiner Schule. Ich weiß, das ist natürlich alles traurig und so. Aber wenn einer sich so benimmt, dann darf man sich doch auch nicht wundern. Nein, bleib mal. Ich hoffe, Roland hat nicht wieder Zahnweh. Keine Angst haben. Jetzt rede ich so einen Unsinn. Natürlich habe ich Angst. Wie noch nie in meinem Leben. Bleib ruhig. Sonst kannst du nicht klar denken. Was heißt denn hier klar denken? Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Schlimmer geht's nicht. Aber es ist passiert und er ist tot. Vielleicht bin ich auch bald tot. Du musst mir jetzt helfen. Wenn du mir nicht hilfst, dann kann mir keiner helfen. Wir haben es mal wieder geschafft. Die Spurensicherung ist am Verzweifeln. Das kann ich mir denken. Wie viele Leute gehen hier täglich ein und aus? 200, 300? 780 Schüler, dazu die Lehrer, Eltern, Angestellte. Wissen Sie, wann die Lehrmittelsammlung angeschafft wurde? 1897. Und seither haben Generationen von Schülern die Sachen angefasst und angefasst und angefasst. Richtig, auch die Tatwaffe. Da gibt es jede Menge Abdrücke. Allerdings nicht im unteren Drittel. Das wurde von jemandem abgewischt. Also keine Spur vom Täter. Wissen Sie, was mir hier überhaupt nicht gefällt? Nein, was denn? Ihr Gesicht. Das sieht so zufrieden aus. Das sehen Sie ganz richtig. Hinter dem Kopiergerät fanden wir das hier. Ein Taschentuch. Vermutlich von der Person, die sich dort versteckt hat. Aber das ist noch nicht das Schönste. Das Schönste ist hier. Ein F und ein K. Ich denke, das hilft uns gewaltig weiter. Ich denke, das hilft uns weiter, ja. Aber nicht gewaltig. Warum nicht? Sie wissen noch nicht, was der Arzt gesagt hat. Nein, Elke, du ziehst heute nicht das blaue Kleid an. Das blaue Kleid ist nur für Sonntag. Du bleibst jetzt, wie du bist. Das steht dir doch ausgezeichnet, fragt dein Vater. Martin, sag ihr, dass sie schön ist. Klar, sieht schön aus. Sehr schön. Ich muss mit Roland zum Zahnarzt. Sicher ist sicher. Frank, du hast nur noch 5 Minuten. Du nimmst ihn doch mit zur Schule, das ist doch Unterricht. Alles so wie immer, oder? Ja, ich denke schon. So denk doch nicht immer an die Sache. Es gibt genug Leute, die sich darum kümmern und die werden dafür bezahlt. Elke, nimm nicht so viel Zucker. Ich versuche nur, mich an etwas zu erinnern. An einen Schlüssel. An einen Schlüssel? Ja, von der Schule. Ich kann mir nicht erklären, wo er abgeblieben ist. Ich hatte ihn immer an meinem Bund. Er ist blau markiert, aber... So wie der da? Sein. Ich hätte schwören können. Du hattest ja auch eine schwere Nacht. Ist dein Apfel, ich habe ihn frisch geraspelt. Ja, danke. Arne! Der Bericht vom Arzt. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß.
Der Tod trat zwischen 19 und 20 Uhr ein. Also noch vor dem Elternabend? Als Paul Schott gefunden wurde, war er bereits seit 2 Stunden tot. Und er starb zu einem Zeitpunkt, als die Schule voller Leute war. Zumindest im unteren Geschoss. Was die Zahl der Verdächtigen natürlich beträchtlich erhöht. Das heißt aber auch, dass die Person, die sich nach dem Elternabend in der Schule herumgetrieben hat und das Taschentuch verloren hat, dass diese Person nicht unbedingt der Täter sein muss. Oh je, da haben wir ja noch mehr Arbeit, als ich dachte. Richtig. Hane, Sie sichten gerade, was der Tote in den Taschen hatte. Ja, ein Kamm, ein Schlagring, eine Brieftasche mit 300 Euro. Ich lerne gerade wieder mal was über die Jugend von heute. Was sonst noch? Ein Schlüsselbund und ein Handy. Schon untersucht? Ja, ein paar Anrufe von unterdrückten Nummern, ein paar Nummern ohne Namen und ein paar Nummern nur mit Vornamen, vermutlich sein Freundeskreis. Ansonsten nichts als Spiele. Ist denn bei diesen Vornamen einer, der mit F oder K beginnt? Das war natürlich das Erste, worauf ich geachtet habe. Nein, Fehlanzeige. Ich denke, alles Weitere ermitteln wir vor Ort. Herr Dalberg, was ist mein nächster Satz? Was machen wir noch hier? Was machen wir noch hier? Also, Hane, wir beide gehen in die Klasse. Dalberg, Sie gehen in die Verwaltung. Ich brauche eine Liste der Lehrer, Eltern und Schüler. Und sortieren Sie die bitte gleich nach Anfangsbuchstaben, ja? Geht klar. Hane, hier, 7b. 7b, ja. Sag mal, wo geht's denn hier zum Sekretariat? Oben, 2. Stock. Habt ihr denn keinen Unterricht? Schon, aber wir wollen zur Polizei. Ich bin von der Polizei. Echt? Guck mal. Und worum geht's? Wir denken, wir müssen was sagen, wegen Frank. Frank? Ja, Frank Krüger aus unserer Klasse. Frank Krüger? Und was müsst ihr sagen? Stopp, 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 Siska. Wonach fragen wir eigentlich, ob jemand weiß, wem das Taschentuch gehört? Ja, vor allem. Aber auch, ob einer der Schüler gestern Abend zufällig in den unteren Räumen war und dabei etwas gesehen oder gehört hat. In dem Fall schlage ich vor, wir teilen uns den Auftritt. Was heißt das? Sie stellen die Fragen und ich beobachte dabei die Reaktion der Schüler. Moment! Dalberg, was vergessen? Im Gegenteil, was gefunden. Wir haben eine Spur. Sag mal, weißt du eigentlich, wie lange hier Polizisten noch rumstehen werden? Keine Ahnung. Die werden aber aufpassen, dass keiner in den Raum dort geht. Man kann ihn ja nicht abschließen. Du hast aber nicht viel geschlafen. Du aber auch nicht. Morgen. Ich muss in meine Klasse, Verzeihung. Natürlich. Kleine Frage. Ja? Kann es sein, dass Sie vielleicht Ihren Schlüssel wiedergefunden haben? Ja? Woher wissen Sie das? Geraten. Kann ich ihn jetzt haben? Ist Ihr Sohn Frank gerade im Haus? Ja. Warum fragen Sie das? Weil ich ihn dringend sprechen müsste, natürlich nur in Ihrem Beisein. Frank, ein paar von deinen Mitschülern haben sich bei uns gemeldet. Erik, Jan, Dominik, kennst du ja. Sie haben uns gesagt, dass sie einen Club haben, so eine Art Abenteuerclub. Und dass du schon seit längerem da aufgenommen werden möchtest. Jetzt haben sie dir gesagt, sie nehmen dich auf, wenn du ihnen etwas bringst. Als Mutprobe. Und sie haben uns auch gesagt, was du ihnen bringen solltest. Eine Schlange. Ja, ist das soweit richtig? Sie hatten dir dafür Zeit gegeben bis heute. Mein Sohn kann diese Nacht nicht hier gewesen sein. War um 7:30 im Bett. Schläft er allein? Hat er sein eigenes Zimmer? War jemand bei ihm? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass du einfach heimlich den Schlüssel von deinem Papa genommen hast und letzte Nacht hierher gekommen bist. Du bist in den Raum gegangen und hast das Glas mit der Schlange geholt. Aber dann hast du den Toten gesehen. Da hast du alles fallen lassen und bist weggerannt. Ist das dein Taschentuch? Ja, das ist seins. Das hat ihm die Oma geschenkt. Frank, ich denke, die Männer haben recht.
Was sagst du dazu? Niemand ist dir böse. Im Gegenteil. Du hilfst uns. War es so? Sag einfach nur ja oder nein. Nein. Frank, was hast du gestern Abend gemacht? Du bist um 7:30 ins Bett. Und dann? Ich hab geschlafen. Echt? Tja, das war ja wohl eine Bruchlandung. Ja, aber warum? Natürlich war es so, wie wir gesagt haben, da gehe ich jede Wette ein. Der Junge hätte einfach nur Ja sagen müssen und wir wären einen Riesenschritt weiter gewesen. Ich kann nicht verstehen, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht wollte er jemanden decken. Nein, dann hätte er doch die Tat mitbekommen, aber er war erst 2 Stunden später vor Ort. Herr Schott. Und? Sie sollten hier nicht sein. Ja, ja. Und haben Sie schon was? Wir werden es Ihnen sagen, wenn es etwas Neues gibt, ja. Ich will was tun. Sie können hier nichts tun. Ich bin sein Vater. Verstehen Sie es nicht? Sie sind nur irgendein verdammter Polizist. Den Sie an der Arbeit hindern. An der Arbeit. Sie können doch sowieso nichts Sinnvolles machen. Was wäre Ihrer Meinung nach sinnvoll? Na, durchgreifen, damit hier mal was passiert. Hier die Leute alle einsammeln zum Verhör. Nicht einfach rumlaufen und brave Fragen stellen. Ihr tut doch immer so, als müsstet ihr auf Eiern tanzen. Ja? Ah, du bist. Nee, das ist alles in Ordnung. Wie spät ist denn das eigentlich bei dir? Glaubst du wirklich, dass das war? Klar, sonst kann es doch keiner gewesen sein. Jetzt geh mal wieder schlafen. Du sollst ins Bett gehen. Hey, Jungs, hab euch reden gehört. Von wem redet denn ihr da? Wir wissen nichts. Kommt mit. Könnt ihr 1 und 2 zusammenzählen? Ja. Bislang gibt es niemanden, der gestern etwas gesehen oder gehört hat. Aber immerhin weiß ich jetzt etwas über Paul Schott. Er war ein mittelmäßiger Schüler und hielt sich für den Größten. Hin und wieder ging er gern auf Schwächere los. Wir haben jetzt den Vater kennengelernt. Sicher war ihm der Sohn nicht unähnlich. Außerdem fehlte er häufig im Unterricht. Er hat blau gemacht? Der Senior hat ein Transportunternehmen und der Junge ging lieber mit auf Fahrt als in die Schule. Wir haben gehört, dass er mal einen Anwalt brauchte. Richtig. Er hat indizierte Computerspiele kopiert und weiterverkauft. Allerdings war das vor 2 Jahren. Ach, das ist ja ein richtig kleiner Geschäftsmann. Wisst ihr, was ich überhaupt nicht kapiere? Nein, was denn? Warum der Mord ausgerechnet in diesem Zimmer stattgefunden hat. Wenn es zu diesem Raum nur einen einzigen Schlüssel gibt und den hatte der Junge, wie kam dann Paul Schott da hinein? Und vor allem, warum kam er hier hinein? Das klingt nicht gut. Ich brauche eine Liste von allen Schränken, Schubläden, absolut alles. Danke. Ich hatte mich schon gefragt, was ich mit dem Rest des Tages anfangen soll. Ah, Frau Wichert. Ich kam vorbei und habe mich gefragt, warum da draußen kein Polizist mehr steht. Da ist jetzt keiner mehr draußen, weil jetzt alle drin sind. Aber gut, dass Sie da sind. Wir wollten, dass Sie uns etwas zeigen. Siehst du, es hat gar nicht wehgetan. Und du warst richtig tapfer. Komm, wir machen uns heiße Schokolade. Frau Krüger? Ja! Nicht wahr? Ja? Wir haben uns schon mal gesehen. An der Schule. Ich bin im Elternbeirat. Sie wissen ja, dass gestern Elternversammlung war. Und da ging es auch um Ihren Mann. Um meinen Mann? Wir Eltern wollen ihm was schenken. Was schenken? Ja, ist nun mal unser Lieblingslehrer und da haben wir gesammelt für einen Pokal. Das hört man gern. Das Ding soll natürlich seinen Geschmack treffen, damit die Überraschung nicht daneben geht. Und deshalb dachten wir, niemand kennt seinen Geschmack besser als Sie. Ich dachte immer, Pokal ist Pokal. Haben Sie eine Ahnung, was es da für eine Auswahl gibt? Meine Frau hat stapelweise Prospekte besorgt. Und da dachten wir uns, wäre es zu viel verlangt, wenn Sie vielleicht mal kurz mitkommen und uns Ihre Meinung sagen?
Sieht man ihn jetzt gleich? Bring sie auch gleich wieder zurück. Warum nicht? Heiße Schokolade gibt's bei uns auch. Komm. Und meine Frau liebt Kinder. Wie war denn gleich noch Ihr Name? Müller. Ihr Mann hat meinen Namen bestimmt schon erwähnt. Wahrscheinlich. Ist ja auch gerade nicht ein seltener Name. So, jetzt geht's ab. Die heiße Post. Gut. Jetzt zeigen Sie mir das doch mal, Frau Wichert. Als Sie den Lärm gestern gehört haben, wo standen Sie da genau? Das hat Ihnen Martin doch bereits gesagt, hier am Eingang. Ja, aber geht das ein bisschen präziser? Wo standen Sie genau? Ich hier unten an der Treppe. Ja? Hm? Und wo stand Herr Krüger? Da oben. Da. Mhm. Falsch geraten. Wo waren Sie beide wirklich? Im Sanitätsraum, da oben. Warum haben Sie das nicht gesagt? Wir wollten nicht, dass Sie auf irgendwelche Gedanken kommen. Was für Gedanken? Hane, dass die beiden ein Verhältnis haben. Hm? Es ist nicht, wie Sie denken. Nein? Wie ist es dann? Ich kann es Ihnen erklären. Das müssen Sie auch. Mein Mann und ich haben ganz jung geheiratet. Ich habe erst sehr spät begriffen, dass er nicht der Richtige ist. Und warum ist er es nicht? Er ist lieb, nett, aber schwach und ein erbärmlicher Geschäftsmann. Ich bin der einzige Halt, den er hat. Er klammert sich an mich. Ich will ihn nicht im Stich lassen, aber... Aber? Sie sind nicht glücklich? Das ist Martin auch nicht. Seine Frau beschränkt sich darauf, seinen Kindern eine gute Mutter zu sein. Mit allem anderen im Leben lässt ihn allein. Martin und ich, wir treffen uns ab und zu. Das ist so etwas wie Trost, was wir uns geben, mehr nicht. Jedenfalls, wenn Sie diese Kleinigkeit unbedingt richtigstellen wollen, waren wir nicht im Eingang, sondern im Sanitätsraum und hielten uns im Arm. Ansonsten ändert sich nicht. Oh doch, da ändert sich sehr viel. Beispielsweise, dass Sie jemand sind, der nicht immer die Wahrheit sagt. Kommen Sie mal bitte, schnell. Dahlberg, was gefunden? Aber hallo. Wie, wir hätten heute einen starken Tag. Danke erstmal. Und falls wir weitere Fragen haben... Dann finden Sie mich. Ich weiß schon. Es gibt auch schon Überlegungen, was man in den Pokal eingravieren kann. Die meisten sind ja für die üblichen Sprüche, ne? Herr Martin Krüger in Anerkennung und so weiter und so weiter. Ich bin ja eher für was Kurzes, Prägnantes, wie Martin Krüger ist der Beste. Und dabei ist er eigentlich so bescheiden. Ja, wissen Sie, was er verdient, das hat er verdient. Komm, mein Schatz. Was sagen Sie, haben Sie ein Handy dabei? Ja. Kann ich mal sehen? Sehr schön, danke. Komm. Herr Müller! Herr Müller! Entschuldigung, ich hab noch was vergessen. Mama! Hallo! Hallo! Was soll das? Mein Liebling, alles wird gut. Das ist nur ein Missverständnis. Ja. So, hier vorne. Ich bin zunächst mal zum Abfall. Den wollte ich halt zuerst weg haben. Und dann habe ich das hier gefunden. Eine Tasche. Könnte Paul Schott gehört haben. Holen Sie Krüger her, so schnell wie möglich. Damit dürfte klar sein, dass der nicht hier reinkam, um sich weiterzubilden. Ach, Frank hat immer noch nichts gesagt. Ich habe ihn zurück in den Unterricht geschickt. Das war doch richtig, oder? Ja, ja. Aber es geht jetzt um ganz etwas anderes. Haben Sie eine Erklärung für das hier? Nein. Ja, was ist das? Wissen Sie das wirklich nicht? Drogen?
Also wir hatten an dieser Schule noch nie ein Drogenproblem. Drogenproblem? Der Wert von dem Zeug geht in die Hunderttausende. Das ist keine Schulhofmenge. Das ist ein Drogenumschlagplatz, dieses Zimmer. Das ist unfassbar. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sie der Einzige sind, der einen Schlüssel zu diesem Zimmer hat. Meine Frau, darf ich? Ja. Sie schickt mir ein Foto. Das macht sie sonst nie. Stimmt was nicht? Da kommt gerade noch ein Text dazu an. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Deine Frau kommt frei, wenn dein Sohn Franke steht. Rufen Sie zurück. Abgeschaltet. Ja, super. Jetzt haben wir alles auf einmal. Kann ich das Bild nochmal sehen? Dalberg, was? Das da im Hintergrund, was ist das? Reifenstapel? Könnte eine Garage sein. Genau. Und ich glaube sogar zu wissen, was für eine Garage das ist. Hane, hier bleiben. Dalberg, mitkommen. Es tut mir leid, aber Sie werden heute noch einige Kollegen von mir kennenlernen. Ja, Hanne, verbinden Sie mich bitte mit der Drogenfahndung. Ach, der Herr Hauptkommissar, schön Sie zu sehen. Und? Gibt's was Neues? Geständnisse und dergleichen? Nein. Was kann ich denn für Sie tun? Uns Ihre Garage zeigen. Brauchen Sie dafür nicht was Schriftliches? Wird nachgereicht, wenn es sein muss. Noch heute. Können wir? Gut. Der Polizei tut mir ja gern gefallen. Lassen Sie die Tür auf. Hier wohnen nur ehrliche Leute. Ja, dann. Wo ist Ihr Wagen? Zur Inspektion in der Werkstatt. Jetzt weiß nicht, wenn Sie mir sagen, was das soll. Gehen wir ins Haus. Gern. Hier geht's auch lang. Garagen sind ja sowas von ungemütlich. Wir vermuten, Sie haben Frau Krüger und Ihren Sohn entführt, um ein Geständnis zu erpressen. Was Sie nicht alles vermuten. Das würde ja heißen, ich nehme Ihnen Ihre Arbeit ab. Herr Schott, Sie haben einen schmerzlichen Verlust erlitten. Wir verstehen Ihre Gefühle. Aber lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Auch wenn nichts dabei herauskommt. Wir wissen, was wir tun. Und ich fürchte, Sie nicht. Freiheitsberaubung ist ein schweres Vergehen. Sagen Sie mal, Sie wollen mir Angst machen? Ich bitte Sie. Ich weiß natürlich von nichts, aber angenommen, Ihre Vermutungen sind richtig. Was kann mir denn passieren, hä? Ich kann mir jeden Anwalt leisten, den ich will. Die Presse wird auf meiner Seite sein. Man hat Verständnis mit einem verzweifelten Vater. Und ich bin verzweifelt, ob Sie es glauben oder nicht. Aber wir glauben Ihnen ja. Es sieht nur leider so aus, als wüssten Sie ganz genau, wovon Sie sprechen. Ja, schauen Sie sich doch um. Mein Haus steht Ihnen offen. Zeitverschwendung. Es ist schön, dass Ihnen wenigstens das klar ist. Mensch, glauben Sie wirklich, ein 10-jähriges Kind hätte Ihren Sohn ermordet? Möglich ist alles. Auf jeden Fall steckt die Familie Krüger damit drin. Das wissen Sie ganz genauso wie ich. Die brauchen jetzt nur ein bisschen Druck. Und dann gesteht von denen irgendeiner irgendetwas. Ja, und falls niemand was gesteht? Das wäre schade. Herr Schott, Sie setzen verdammt viel aufs Spiel. Warum verhaften Sie mich nicht? Ja, das sollte ich eigentlich. Warum tun Sie es denn nicht? Verstehen Sie doch, wir arbeiten nicht gegen Sie. Mein Sohn war meine Zukunft. Jetzt habe ich keine mehr. Was habe ich denn da zu verlieren? Wohin ging die letzte Fahrt von Ihrem Sohn? Was soll das denn?
Sie haben ein Transportunternehmen und wir wissen, dass er lieber mit einem der LKWs mitgefahren ist, als zur Schule zu gehen. Ja, und? Soll er da was fürs Leben? Wohin ging die letzte Fahrt? Marseille, vorige Woche. Er wollte sein Französisch üben. Danke. Und... Entschuldigung. Der Junge hat sich auf diesen Reisen wohl auf Geschäfte eingelassen, die ihm nicht bekommen sind. Ja, aber ein 17-Jähriger kann doch niemals ein Geschäft von einer solchen Größenordnung einfädeln. Da gibt's jemanden im Hintergrund. Aber das ist jetzt Nebensache. Wir kümmern uns erst einmal um Frau Krüger und ihren Sohn. Das ist unser Mann, jede Wette. Aber er hat sie nicht bei sich im Haus. Das glaube ich auch. Wir lassen ihn observieren. Ich organisiere das und Sie bleiben bitte so lange hier. Ich könnte schon mal die Nachbarn befragen. Vielleicht haben die was mitbekommen. Wieso denn? Die sind doch verreist. Sieht zumindest so aus. Nein, Sie rühren sich bitte nicht von der Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass er keine Komplizen hat. Bedeutet, er muss sich irgendwann um seine beiden Geiseln kümmern. Und das ist der Moment, den wir nicht verpassen sollten. Clara? Sie haben es gefunden. Naja, jetzt entspann dich mal. Hab ich sowieso mitgerechnet. Und jetzt? Wo bist du? Was machst du? Das Richtige. Das einzig Richtige. Ist die Polizei, ist jemand von der Polizei da? Fred. Glaub's mir. Ich weiß, was ich mache. Das erste Mal in meinem Leben weiß ich ganz genau, was ich mache, Clara. Okay. Herr Hane. Ja? Mein Mann will Sie sprechen. Aha. Danke. Ja, Hauptkommissar Hane. Wichert hier. Fred Wichert, wir haben uns gestern schon mal kurz gesehen. Ja, ich weiß. Was kann ich für Sie tun? Nichts. Ich kann was für Sie tun. Ich war's. Wie bitte? Ich war's. Grüßen Sie meine Frau. Herr Wichert! Herr Wichert! Kann ich helfen? Suchen Sie etwas? Rasierklingen. Die haben wir hier. Bevorzugen Sie eine bestimmte Sorte? Schafe. Scharf sind sie alle. Ja, die. Gerne. Gibt's was Neues? Leider nein. Hane, ich brauche dringend eine Liste von allen Garagen, die Herrn Schott gehören. Als Transportunternehmer hat er natürlich einige, ja. Aber es eilt, können Sie da irgendwas rausfinden? Ja, schon, aber ich habe was ganz anderes. Der Mann von Frau Wichert hat eben mit mir telefoniert und gesagt, er war's. Und dann hat er aufgelegt. Er war's? Was war er denn? Der Täter oder wie? Ja, er hat nicht mehr gesagt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ihn schleunigst finden. Dann haben wir ein Geständnis. Was Herr Schott die ganze Zeit haben will, ein Geständnis. Sehen wir zu, dass wir ihn finden. Frau Wichert, wissen Sie, wo Ihr Mann ist? Nein. Gut, dann fahren wir erstmal zu Ihnen nach Hause, ja? Ich will ja nicht stören, aber ich muss da auch mal kurz weg. Wie weg? Wohin denn? Meine Tochter von der Grundschule abholen. Das macht sonst immer meine Frau. Aber kann das nicht jemand anders für Sie erledigen? Manchmal hilft uns der Nachbar, aber der ist verreist. Ja, gut, dann meinetwegen. Danke. Bitte. Moment. Manchmal hilft uns der Nachbar. So was gibt's. Nachbarn helfen einander. Eben. Dahlberg? Ja, das ist nur so ein Gedanke, aber werfen Sie doch mal einen Blick rüber zu dem Nachbarhaus von Schott. Ich meine, da, wo die Fensterläden immer geschlossen sind. Ach, Sie meinen, Schott kümmert sich um das Haus, wenn die Leute nicht da sind? Ja, können Sie die Garage sehen? Ja, aber das Gartentor davor ist verschlossen. Ah, Dahlberg, ist das ein Problem für Sie? Nee, Chef.
Mist. Nichts zu machen. Du bist ja auch nicht kalt. Ja. Lass uns noch mal die andere Tür versuchen. Hallo? Hallo? Wer ist da? Polizei! Frau Krüger! Ja! Ja, helfen Sie uns! Moment noch! Wir sind gerettet! Wir sind gerettet! Runter vom Grundstück sofort. Wollen Sie alles noch schlimmer machen? Aufmachen. Mensch, aufmachen! Tut mir leid, ich konnte keine heiße Schokolade finden. Ich weiß nicht, was das sollte, aber ich werde Sie anzeigen. Herr Schott, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts der Entführung und Freiheitsberaubung. Gut so. Gut so? Ich freue mich schon auf die Verhandlung. Ich hoffe, der Saal ist voll, ich habe viel zu sagen. Ihr Sohn Frank ist ein Mörder. Ihr Mann betrügt Sie mit seiner Kollegin. Schluss jetzt! Und Sie sind eine dumme Kuh, die von nichts eine Ahnung hat. Glückwunsch! Das Leben ist schön! Sie warten hier! Ich lasse Sie jetzt nach Hause bringen. Fred? Fred? Er ist nicht da. Frau Wichert, Sie wissen mehr, als Sie uns sagen. Stand Ihr Mann in irgendeiner Beziehung zu Paul Schott? Paul hat für ihn Besorgungen gemacht. Ich kann mir denken, welche Art diese Besorgungen waren. Sie auch? Mein Mann ist kein übler Mensch. Aber alle seine Geschäfte liefen schief und da ist er dann in irgendwas reingerutscht. Liegt das schon lange hier? Was denn? Ein Brief an die Polizei. Nein. Was ist das für ein Geräusch? Der Wasserhahn im Bad. Ich weiß auch nicht, wann Mama wiederkommt. Da müssen wir uns wohl selber was zu essen machen. Hier, erstmal Brot. Mal sehen, was es so an Dosen gibt. Papa! Hey, da seid ihr ja! Habt ihr denn gesteckt? Wo warst du denn so lange? Wie geht's dir? Das weiß ich nicht. Eine Fülle von Informationen in seinem Notizbuch. Kontakte, Telefonnummern, Beschreibungen von Leuten, mit denen er zu tun hatte, ergibt auch an, dass er Paul Schott als Kurier angeworben hat. Jedenfalls alles, was die Drogenfahndung braucht. Mit anderen Worten, alles, was wir nicht brauchen können. So ist es. Über den Mord selbst schreibt er nichts. Das Einzige, was wir dazu haben, sind seine zwei Worte am Telefon. Ich war's. Ja, Siska? Ja? Ach, Dahlberg. Gut. Ja. Bleiben Sie. Ich komme sofort. Ich will unbedingt noch mal mit dem Jungen sprechen. Ja, danke. Herr Wichert ist tot? Ja. Wirklich tot? Ja, wirklich tot.
Jetzt musst du uns was erzählen. Ich bin in ihn hineingerannt. Ein bisschen genauer? Letzte Nacht, als ich aus der Schule gelaufen bin, bin ich draußen in ihn hineingerannt. Dann war also alles so, wie wir vermutet haben? Du bist nachts in die Schule, weil du die Schlange holen wolltest, hast den Paul Schott da liegen sehen, bist weggerannt und am Eingang dann in den Herrn Wiechert hineingelaufen? Aber dann? Was war dann? Er wollte gerade zur Tür rein. Er hatte was in der Hand. Ein Sack. Einen großen Sack aus Plastik. Wiechert wollte die Leiche wegschaffen. Dabei konnte er bestimmt keinen Zeugen gebrauchen. Ich habe ihn angeschaut und er hat mich angeschaut. Und dann hat er was gesagt. Was hat er denn gesagt? Kein Wort, sonst mache ich deinen Vater tot. Nochmal. Kein Wort, sonst mache ich deinen Vater tot. Deshalb hast du uns angelogen, weil du deinen Vater schützen wolltest. Na, dann ist ja alles geklärt. Und wir haben nichts mit dem Mord zu tun. Alles ist gut. Ja. Alles ist gut. Alles ist gut. Danke. So gut war das alles ja dann wohl doch noch nicht. Also Sie sehen ziemlich unzufrieden aus. Ja, bin ich auch. Und wie? Warum sollte Fried Wiechert seinen Drogenkurier umbringen? Der Junge war Gold für ihn wert. Er brauchte ihn für sein Geschäft. Hane, auch nicht glücklich? Fried Wiechert kann es nicht gewesen sein. Warum nicht? Ich habe die üblichen Befragungen gemacht bei den Nachbarn. Einer von denen hat ihn gesehen, gestern zur Tatzeit. Wo? Auf dem Mittleren Ring, am anderen Ende der Stadt. Wiechert stand neben ihm im Stau. Wir haben keinen Täter mehr. Und jetzt? Jetzt machen wir das, was wir heute früh schon hätten machen sollen. Nämlich? Paul Schotts Schlüsselbund. Dachte ich's mir doch. Ein Duplikat. Paul Schott hatte einen eigenen Schlüssel zum Hinterzimmer. Ihr wisst, wohin wir jetzt fahren? Moment. Ja, Sie wissen, was mein Arzt gesagt hat. Sie sollen mich nicht immer verletzen. Für mich getan. Ich habe ihn schon lange nicht mehr geliebt, aber ich habe mir seine Liebe gefallen lassen. Ich nehme Sie vorläufig fest wegen Verdachts des Mordes an Paul Schott. Ja. Wer kam denn auf die Idee, diesen Raum unten in der Schule als Zwischenlager für Drogen zu benutzen? Paul Schott. Keiner von uns wollte das Zeug bei sich zu Hause haben. Aber Sie haben die Nachschlüssel besorgt. Ja. Ich habe den Schlüssel von Martin heimlich nachmachen lassen. Ich habe mich geschämt, aber Fred hat mich angefleht, es zu tun. Wie viele solcher Nachschlüssel gibt es denn? 3. Einer für Paul, einer für Fred und einer für mich. Das heißt, Sie alle drei konnten in diesem Raum nach Belieben ein- und ausgehen? Ich habe meinen Schlüssel nie benutzt. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und gestern Abend? Da sollte Paul Schott die Lieferung, die er aus Marseille mitgebracht hatte, abgeben. Ihr Mann sollte sie abholen, aber er konnte nicht. Er steckte im Stau. Er rief mich an, dass ich für ihn einspringe. Deshalb trafen Sie sich mit Paul Schott in dem Raum dort zur Übergabe? Ja. Und dann erschlugen Sie ihn. Warum? Er hatte das Zeug versteckt und wollte es mir nicht geben. Er wollte erst was anderes. Was wollte er? Mich. Er drängte mich in eine Ecke und wollte mich zwingen, ihn zu küssen. Er fasste mich an. Mich erfasste Ekel. Ich war so wütend. Auf ihn. Auf mich. Auf alles, worauf ich mich eingelassen hatte.
Ich griff nach irgendwas und schlug zu. Es war das Holz. Ich wollte nur, dass er seine Finger von mir nimmt, sonst nichts. Ich wollte nie was zu tun haben mit dem ganzen Dreck. Danach verständigten Sie Ihren Mann? Ja. Ich sagte ihm, ich würde Martin nach dem Elternabend ablenken, damit der Haupteingang offen bleibt. Fred sollte das Versteck suchen und den Toten wegschaffen. Warum es dazu nicht kam, wissen wir ja. Kommen Sie bitte mit.